Und an der Stelle sag ich mal wieder mal herzlich willkommen zurück zu Daisy. Zu der dritten Staffel. Wir schon jetzt sind im Videotitel. Wir sind diesmal auf einer anderen Map unterwegs als vorher. Wir sind auf der neuen DLC-Map unterwegs. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gespielt. Ich hoffe, das ist jetzt auch komplett alles richtig jetzt. Und da bin ich mal gespannt, wie es ist. Ich hoffe, wir haben auch Tag jetzt. Weil mein Glück ist es immer bei diesem Spiel. Ich schaue nochmal nachts rein. Wie ihr schon mal vielleicht von zweiter Staffel schon mitbekommen habt, ist es sehr oft, dass ich nachts gekommen bin. Also auf die Welt. Das war immer sehr nervig, nachts größtenteils zu sehen. Nicht zu wissen, was ist. Jetzt ist der komplett Tag. Hoffentlich mal. Wann ist das Tag aber richtig schön, weil nachts ist für mich und für euch sehr blöd. Ihr könnt leider nichts von der Map sehen. Ich kann leider nichts von der schönen Map sehen. Und daher. Ich weiß jetzt nicht, ob das die neue Map ist. Schon. So, den ersten Abstecher, was ich mal ganz kurz mache, ist hier gucken. Ja, das ist die neue Map Supi. Ich wollte bloß mal nachgucken. Gerade, ob das wirklich die neue Map ist, was sonst. Ich weiß jetzt nicht, wie die neue Map aufgebaut ist, was alles neu gibt, alles mögliche dazu gibt. Haben wir eine Waffe? Ein Messer zum Beispiel. Doch, da haben wir ein Messer. Hä? So, ich bin gerade ein bisschen verpeilt noch. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ja, Messer haben wir. Supi. Den Charakter müsst ihr auch noch in der zweiten Staffel. Zum Glück haben wir den übernehmen. Deswegen haben wir den Timer auch gesehen, dass ich ein paar Minuten warten musste. Ich hatte 75 Sekunden Zeit gehabt, aber ich habe ein bisschen vorher gewartet, bis es weniger ist. Weil sonst ist es ja Blödsinn, so lange zu warten. Ja, das Problem ist, ich kenne mich mit der Map gar nicht aus. Ich weiß nicht, wo was ist. Ich weiß nicht, ob eine Militärbasis es gibt. Ich weiß nicht, was für Gefahren hier gibt. Klar, Zombies, Spieler. Was ich von Droller her weiß, es gibt Bären jetzt auf der Map. Also, ja, das wird ein bisschen komplett anders ablaufen wie vorher auf den anderen Servern, also auf den Standard-Daisy-Server. Klar gab es da Wölfe und so. Aber ich weiß nicht, ob hier Wölfe gibt. Wenn ich zwischendurch in die Rede, liegt der Grund, dass ich ein bisschen die Umgebungsgeräusche auch hören will. Ob jemand kommt. Ich höre mir ein Wildschwein. Nein, ein Schweinchen. Hallo Schweinchen, Beb. Hui. Okay, ist ja klang wie ein Wildschwein eigentlich, aber. Ah, das ist schön, dass man hier laufen kann, endlich das zum Auswählen. Weil man hat es immer stehen geblieben. Aber wie können wir nochmal. Ich guck gerade, wie man an First Person kommt. Hey, wie kommt man jetzt in die First Person rein?
Hey, man hat gerade den Charakter mal außen sehen. Das ist Rennen. Das ist Ranzoom. Okay, ich muss jetzt mal wieder komplett reinkommen. Ich habe jetzt gerade keinen Plan. Okay, es ist komplett ein Ego-Shooter geworden. Okay. Okay, es war gut, ein Helm. Ohne Wasserflasche nehme ich lieber gern mit. Ist logisch. Und wenn ihr Infos habt, was neu reingekommen ist bei den DLC, könnt ihr es ja gerne mal schreiben. Weil ich weiß leider nicht, was genau reingekommen ist. Brauchen wir nie. Dann haben wir Munition für die. Okay, das ist der Voice Chat. Hä? So, ich muss wohl schon wieder die Tastenkombination eigentlich mal reinkriegen. So, was haben wir gerade aufgesammelt hier? Okay, das kann weg. Hier ist nichts. Ich gebe es laufend zu, ich bin gerade sehr ja, mein Deutsch ist gerade nicht so geil, aber ihr wisst, was ich gerade meine. Weil ich kenne mich ja wirklich nicht aus, ich weiß, okay, ich weiß nicht, wo die ganzen Gegner oder Zombies gerade sind, die auf mich warten. Was ist denn das da unten? Okay, Rennen ist geblieben. Was ich gern will, das ist außer Ego raus. Aber leider geht das irgendwie nicht. Muss sagen, sieht genauso kahl aus wie die alte Map. Stromgenerator brauchen wir auch nicht. Mal da vorne hingehen, das sind Häuser. Aber wenigstens was ein Pluspunkt ist, ich bin mal am Tag gespawnt.